Weil zwei Fernkampf ist schon nicht schlecht. Den Bolz, den Bolzen, den, wie heißt der? Den, ach nö, ich hab wieder zu direkt an. Den, die Armbrust werde ich sowieso etwas benutzen, weil ich die eigentlich ziemlich cool finde. Stirbt doch mal jetzt. Ist geil, wenn die schon tot sind, machen die immer noch dieses Wrrrt. Und irgendwann hört es dann einfach auf. So, wo ist da noch eine Pflanze? Meine Frame mit einfach mal direkt in den Keller geht. Okay, jetzt geht's wieder hoch. Deswegen finde ich Regen so richtig scheiße. Außer bei DayZ, da finde ich Regen richtig cool. Keine Ahnung warum. Hä? Lol. Wo? Ah, da hinten. Yeah, neu Schild. Besser als meins. 15. Oh. Mann, mal gucken, wie der aussieht. Cooler sieht er aus, aber nicht. Oh! Der eine hatte mal 6 Gold dabei. Na gut, hat sich doch gelohnt für ein paar Items. Ich verstehe gar nicht, wozu ich in diesem Spiel Schleichen erlernen kann. Ich meine, du kannst eh sowieso überall was klauen. Und um mich was ist das denn da hinten? Und um mich von hinten an Mobs ranzuschleichen, ist eigentlich unnötig. Finde ich. Das soll eine Insel sein. Nee. Also das ist das Vieh, was ich von getötet habe. Ach, hier war Robin Hood, genau. Regen hat aufgehört. Oh ja, ja, endlich. Mal gucken, was da für eine Quest jetzt ist. Was ist das denn für eine? Bist mit einem Boot hierher gekommen, was? Woher weißt du das? Dartan hat die Brücke im Norden dicht gemacht und im Süden ist der Pass verschüttet. Wenn du nicht durch den Silbersee geschwommen bist, bleibt nur ein Boot. Du siehst nicht aus wie eine gewöhnliche Reisende. Wer bist du? Mein Name ist Syra. Ich bin eine Abenteurerin. Meine Spezialität sind alte Ruinen. Du kennst dich mit Ruinen aus? Hast du etwas über einen alten Tempel hier im Gebirge gehört? Du suchst nach einem alten Tempel? Wie spannend. Erzähl mir mehr darüber. Ich habe mit einem Magier gesprochen. Er hat mir einen Hinweis gegeben, wo ich vielleicht etwas über den Tempel rausfinden kann. Wo? Viel weiß ich noch nicht. Auf jeden Fall suchen Robas Paladine auch nach dem Tempel. Die Paladine? Ja. In dem Tempel soll es nämlich einen gottgeweihten Amboss geben. Den wollen die Paladine und ich werde verhindern, dass sie ihn bekommen. Dann kämpfst du für den König von Setarif? Ich kämpfe für keinen König. Ich will meine Verlobte rächen, die von Robas Männern ermordet wurde. Das mit deiner Verlobten tut mir leid. Aber sei vorsichtig. Rache ist ein zweischneidiges Schwert.
In der Burg beim Silbersee gibt es ein altes Archiv. Dort kann ich vielleicht etwas über den Tempel herausfinden. Na, dann musst du dir überlegen, wie du an den Räubern vorbeikommst. Sonst kommst du nicht zum Silbersee. Ich weiß. Ende. Okay. Total verrückt. Muchtra. Aha, da bist du ja wieder. Hast du den Met? Klar. Ich hab den Met. Du taugst was. Du hast doch die Boote der Fischer verkauft. Warum eigentlich? Das geht dich nichts an. Komm schon, Mordra. Ich sitz hier fest. Da kannst du mir doch wenigstens verraten, warum. Die Fischer waren im Krieg. Und ich hab ihren Frauen Essen gegeben. Zum Späterzahlen. Wollt nur die Boote als Sicherheit, falls die Männer sterben im Krieg. Die Frauen waren einverstanden. Dann kam einer aus dem Trupp der Fischer. Dass sie tot sind, hat er gesagt. Da hab ich die Boote verkauft. Rechtmäßig. So, wie's abgemacht war. Warum hast du nicht abgewartet, bevor du die Boote verkauft hast? Tod ist tot. Was soll man da warten? Sag mal, weißt du, wie ich über die Brücke komme? Nimm ein Fässchen Met. Geh zu den Wachen am Eingang des Räuberlagers und frag, ob sie dich durchlassen. Du meinst, das klappt? Nein, aber sie knöpfen dir den Met ab und trinken ihn selbst. Vorher präparierst du ihn mit Eisenpilzen. Das macht sie willenlos. So überrumpelst du Dartan und die Brücke ist frei. Klingt gut. Bist du dabei? Was für eine Wirkung haben Eisenpilze? Die machen dich willenlos und du tust, was man dir sagt. Oh. Zum Beispiel ein Tor öffnen? Genau. Lass uns den Trick mit dem Met ausprobieren. Gut. Ein Fässchen Met hast du mir ja schon besorgt, von Garf. Jetzt musst du mir nur noch 3 Eisenpilze bringen. Dann zeigen wir es den Halunken, den Elenden. Wo finde ich Eisenpilze? Geh in die alte Mine. Im Süden der gespaltenen Jungfrau. Dort wachsen welche. Wo finde ich Digger? Geh einfach zum Eingang der alten Mine. Dort wird er sein. Sollte ich sonst noch was wissen? Jetzt, wo du fragst. Der Eingang zur alten Mine ist eingestürzt, vor ein paar Jahren schon. Muss dir was einfallen lassen, wenn du rein willst. Aber vielleicht brauchst du es auch gar nicht und Digger hat den Eingang zur Mine schon freigeräumt. Redet seit Wochen davon, dass er sie wieder öffnen will, die alte Mine. Dem habe ich schon geredet. Wer ist Digger? Ein Einsiedler, ein Kauziger. Lebt in einem Stollen im Eberstein wie ein Tier. Früher hat er in der Mine gearbeitet. Als der Eingang eingestürzt ist, lag er 2 Tage unter dem Geröll. Hat ihm den Verstand vernebelt, dem Hund, dem Armen. So, das war's jetzt aber mit dir. So, okay, erstmal gucken, was ich jetzt mal alles für Quests habe. Eisenpilze, das verlorene Bein, das Holzbein. Machen wir erstmal die. So. Einen Plan, wo ich dafür hin muss. Ne, gut, warum auch nicht? Oder warum auch? Warum habe ich bloß Murtana verlassen? Tja. Hab gehört, dass du Met besorgt hast. Da können wir endlich wieder was Vernünftiges trinken. Den ersten Becher widme ich dir, versprochen. Was hältst du von Lorne? Lorne war ein Kumpel, bis er sich Dartan angeschlossen hat. Seither habe ich nicht mehr mit ihm geredet. Okay. Immer noch da. Da ist irgendwo ein Portal, ist irgendwas ein Portal oder sowas. Okay, Teleporter wurde aktiviert.
Hier gibt es wahrscheinlich nichts außer noch mehr Quests. Ah, hier ist ein Teleporter. Yeah. Hallo? Lorne. Was ist mit dem Holzbein? Hast du's? Ach, der war das. Rauter hat mir von dem Holzbein erzählt. Er meinte, es sei das Holzbein von Murdras totem Mann. Ja, das stimmt. Ich habe es Murdra geklaut, um mich an ihr zu rächen. Jetzt willst du das Holzbein zurückgeben? Ich will es eintauschen. Gegen Gold? Murdra mag an Belgors Bein hängen, aber glaub mir, noch mehr hängt sie an ihrem Gold. Ich denke an etwas anderes, etwas, an dem sie nicht ganz so sehr hängt. An was denkst du dabei? Hey, ich kenn dich ja kaum. Hey. Wie die da liegt, lol. Du bist nicht von hier. Nein, ich bin von Fischir. Fischir? Ich wäre gern auf Fischir. Dann wäre der Krieg weit fort und ich hätte nicht solche Sorgen. Auf Fischir wärst du jetzt tot. Tot? Warum? Die Paladine von Robert dem Dritten haben die Insel angegriffen und jeden Mann und jede Frau getötet. Wie furchtbar. Der verfluchte Krieg. Er bringt nur Sorgen und Leid. Was hast du für Sorgen? Alle unsere Boote sind weg. Jetzt können unsere Männer nicht mehr aufs Meer hinausfahren, um zu fischen. Und wir haben kaum etwas zu essen. Warum kauft ihr euch keine neuen Boote? Durch den Krieg ist alles teurer geworden. Wir können uns keine neuen Boote leisten. Hier gibt es doch jede Menge Bäume. Fällt ein paar und baut euch neue Boote. Unsere Männer sind Fischer, keine Bootsbauer. Sie können kein Boot bauen, das den Seegang draußen auf dem Meer übersteht. Tja, da habt ihr Pech gehabt. Dass man das Haus hier komplett kaputt looten. Gut, dass ich jetzt auch überhaupt nicht weiß, wo ich hin muss. Oh mein Gott. Diego ist weg, okay. Ich weiß nicht, wo ich hin muss, das ist voll gay. Einfach mal hier hingehen. Ganz viele Goblins. Ihr müsst alle sterben, Sicherheit war schlecht. Aua. Stirb! Der Häuptling hat immer 6 Gold, okay. Wie viel Gold habe ich eigentlich jetzt insgesamt?